Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Und wir hatten schon einen Kampf jetzt gerade, jetzt haben wir schon wieder einen, was sehr ärgerlich ist. Deswegen werden wir auch hier noch ein bisschen Magie verwenden. Der Countdown läuft natürlich unerbittlich weiter. Das heißt, wir haben nur mehr 8,5 Minuten Zeit, um hier aus dem Reaktor zu fliehen. Wie wir sehen, macht hier Blitz auch auf normale Gegner, die mechanisch sind, viel Schaden. Also man sollte sich ruhig trauen, auch hier Zauber zu verwenden mal zwischendurch. Also wir müssen uns jetzt ganz schön beeilen, damit wir endlich rauskommen aus dem Explosionsradius. Da geht es wieder Leiter rauf. Nochmal die Leiter rauf. Und da wartet auch schon Jessie. Warum auch immer sie gewartet hat. Also sie hätte uns eigentlich helfen können, meiner Meinung nach. Oh, sie steckt fest, glaube ich. Ja. Aber helfen wir mal schnell. Die Leiter rauf. Die Katze rennt auf den Bildschirm. Jetzt sehe ich wieder was. Wir laufen Jessie nach. Also der Weg raus ist jetzt im Prinzip der gleiche wie rein. Wieder die großen Stiegen rauf, rauf zum Aufzug. So, das waren nur zwei von den blauen Kämpfern, die wir sowieso schon kennen. Und man sieht schon, das Zeitlimit ist nicht unbedingt extrem knapp bemessen. Also wenn man nicht allzu sehr trödelt, geht sich das schon aus. Diesmal keine Unterhaltung im Aufzug. Die zwei müssen nur die Türen aufsperren, warum auch immer die Türen jetzt zu sind auf einmal. Solange sie uns aufmachen können, ist ja alles gut. Jetzt raus. Da laufen sie alle. Und Jessie liegt schon wieder am Boden. Müssen wir nochmal helfen und dann geht's kaboom! Mit einer tollen Videosequenz geht der erste Reaktor in Flammen auf. Aber das war noch nicht genug Sprengstoff für die eine Folge. Wir haben die Welt gerettet. Oder zumindest bilden wir uns das ein. Jessie sprengt uns hier den Weg frei. Jemand sehr aufgeregt. Und jetzt geht's ab nach Hause ins Rebellenversteck. Ja, genau. Weil wir wollen nämlich unsere Kohle haben. Und dafür müssen wir Barrett ins Versteck folgen. Okay, Blumenmädchen. Ich hätte gerne eine Blume hier. Ja, na klar, kaufen wir eine. Können wir vielleicht nochmal gebrauchen, wenn wir jemanden bezirzen wollen. Und ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass diese Szene, die wir gerade hatten, Einfluss hat auf das spätere Date
das sicher viele erwarten werden. Hier können wir kämpfen, wir werden es auch, allerdings schneide ich das schnell raus. Da kommen gleich wieder welche nach. Das sind nämlich nur normale NPCs, die wir schon von vorher kämpfen, kennen. Bekämpfen wir natürlich auch. Und hier kommen nochmal drei NPCs. Aber das machen wir lieber nicht. Die drei, die paar NPCs, die ich hier bekämpft habe, sind nichts Besonderes. Also die hatten wir schon ganz am Anfang. Sie sind auch nicht wirklich schwer. Man wurde ja zwischendurch, also nachdem man vom Reaktor flüchtet, sind die HP und MP wieder hergestellt. Aber uns interessiert das nicht. Wir gehen mal auf den Zug. Und fahren nach Hause. Wenn auch an einer etwas ungewöhnlichen Position. Die sind natürlich alleine weggefahren, ohne uns. Die egoistischen Schweine. Ja, sie machen sich Sorgen um uns. Und was rappelt da in der Kiste? Barrett ist ganz schön grantig heute. Er weiß, wie man seine Untertanen behandelt. Das war unser heldenhafter Auftritt. Und los geht's. Gehen wir alle einen Waggon da vorne. Oh, sie wischt uns das Gesicht ab. Na, wenn das kein Zeichen von Liebe ist. Ich glaube, die ist verknallt in uns. So, hier haben wir das Passagierabteil. Und nachdem die Truppe von Avalanche offenbar etwas wilder aussieht, verlassen die ganzen anderen normalen Fahrgäste diesen Waggon. Also, die dürften immer die Leute hier aufmischen. So, was sagt Barrett hier? Ja, ich kann nicht weitergehen. Ja klar. Du wirst sicher nicht berühmt. Wir fragen Jesse, was los ist. Oh, ein Monitor, der das Schienennetz zeigt. Das ist toll. Oh, also ist die Stadt auf Stelzen gebaut. Wir fahren jetzt rund um die Hauptstelze. Ja, soweit ist es gekommen. Das ist übrigens, glaube ich, ein Schreibfehler hier von der japanischen Version noch.
die Ioxor Station. Identitätssensor. Und was dieser Identitätssensor ist und dass uns der ein ganz schön Probleme bringen kann, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin, viel Spaß!